Okay. Nee, hier ist es nicht. Hat er mir Standort geschickt? Erle! Wann und wo ist deine Hochzeit, Bruder? Ich gebe dir später Bescheid, Domi. Ungefähre Zeitfenster? Weiß ich nicht. Aber heute oder morgen? Ich weiß noch nicht. Okay, Mann. Tschüss. Okay, tschö. Warte mal. Er schickt einfach keinen Standort, Bruder. Er ist, hä? Ja! Ja, schick morgen Standort. Ich warte. Was? Schick also, morgen okay. Standort. Ja, okay, sorry, tamam. Warte mal hier. Hier irgendwo links. Hey, hallo. Was geht ab, man? Ist das hier ein Freizeitpark oder warum fährst du hier einfach drauf? Ist hier Tag der offenen Tür oder was? Ich bin der Sohn von Mendes. Entspannt euch, ihr Arschwichsel. Wo sind die Wichser? Ey, so reden wir hier nicht, ja? Warte mal, ist das das Haus von Scarface? Ja. Echt jetzt? Von Mendes halt, ne? LOL. Alter! Das ist ja wirklich das Haus von Scarface! Hm. Scheiße, Omi! Und? Fresh oder was? Ja, Mann! Yeah! Dann schreien wir auf. Ist anstrengend. Da soll ich noch lauter reden? Fick dich, Scheiße, du hast das Haus von Tony Montana, Mann! Sosa, mein Lieblingsadoptivsohn. Setz dich! Was geht ab, Mann, Alter? Was geht ab, Tony Montana, Alter? Setz dich, Mann! Setz dich! Geil, ja. Okay, aber was... Ja, Nerd. Hast du Probleme, dich hinzusetzen? Bitcoin ist hier reingefahren. Ja, der ist hier einfach reingefahren und fragt, was das hier ist. Hol ihn auch hier hoch. Ja, okay. Was geht denn hier ab, Alter, Mann? Perfekte Scheiße, sieht crazy aus hier, Mann. Ich sag dir aber eine Sache, Sergio Minister. Unten sieht's aus wie fucking Unicorn. Da unten? Homie, warum hat er immer Probleme mit seinen scheiß Stimmbändern? Mal ist er laut, mal ist er leise, du Schwanz. Ich hasse es, ich hasse es. Und das seit 2 Monaten, 3 Monaten oder so. Echt? Ist es so schlimm? Ja, alle 2 Sekunden anders, Mann. Vielleicht muss ich einfach leise reden. Vielleicht geht das halt dann die Fresse, einfach. Mann, einfach. Halt du doch einfach deine Fresse. Ich hab dir doch gar nichts getan. Von Riviera. Sergio, Besuch. Müllerwille macht ja auch Escapes nach Jungs. Müllerwille. Perfekte Scheiße, Mann. Fette Bude, Mann. Gracias. Junge, das muss ich dir echt lassen, Alter. Wirklich fette Bude. Hey, Bitcoin, schnell lass dich hier verlaufen. Ja, sehr schnell. Ja, nimm doch Platz. Ja, so viel Platz ist ja nicht mehr. Dann machen wir dir eben Platz. Wie kann ich euch helfen? Womit habe ich euren Besuch verdient? Wie, und den Part, dass du weg warst, überspringen wir jetzt einfach? Hast du mich vermisst? Nein, ich frage mich nur, wieso ihr eure Familienkleidung trägt. Habt ihr eine Tafelrunde gemacht, wo ich nicht dabei war? Ich irgendwas verpasst. Tafelrunde ist doch erst morgen.
Ah, verstehe, verstehe. Warum? Na gut! Ja, ja, ich sag auch. Ach, du bist hier? Das ist wie so ein Zusammentreffen der alten Schule. Homie, bitte fix deine Stimmbänder, bevor ich dir wirklich ein Ding hauen muss. Also ich mag ihn, wenn ich ihn mir so jetzt gerade anhöre. So gefällt er mir viel besser als vorher. Der klingt beschissen. Hör ich mich so scheiße an? Ja. Yeah. Ach so, ihr meint Sergen. Ich dachte, ihr meint Blanco, weil er gar nicht redet. Ach so. Morgen ist das Geld, Jungs. Mit mir wurde auch gar nicht geredet. Ja, Max selber, oder? Nee. Ich erinnere das morgen. Das ist irgendwie so eine komische Stille, so eine... Geile Scheiße, Mann. Eigentlich habe ich gefragt, womit ich euren Besuch hier verdient habe. Daraufhin habe ich gefragt. Sosa. Wollen wir jetzt einmal den Skap, den Part skippen, Mierda, wo du einmal gegangen bist? Hab dir doch meine Antwort gegeben. Was war die Tagesordnung? Hey, Sosa! Wie können Sie denn jetzt eine Familienkleidung haben? Yeah. Warum sollte ich mich nicht meine Familienkleidung tragen? Lass du mich? Yeah. Weil wir was? Weil ihr zu tragen habt. Warum nicht? Wir entschieden haben, ob ihr aufgenommen werdet. Wer hat zu entscheiden? Wer hat zu entscheiden? Warte, sind alle Patrons und 12er der Stadt. Ach so, alle Patrons und die 12er der Stadt, die bei mir ausbezahlt haben? Chat, aber die beiden, ihr müsst euch vorstellen, die beiden, die beleidigen sich gleich. Ja. Dürfen deine Kinder dich richten? No. Wen habe ich ausbezahlt? Die beiden sind so die Höchsten der Stadt. Also dürfen nicht so viel. Also hast du es nicht, ja? Scheiße doch. Zwei Tage bevor ich halt deine Fresse, Mann! Ich verstehe nichts. Wo wir euch auseinandergenommen haben, sie. Du hast, glaube ich, vergessen, dass bevor ich gegangen bin, du mir 750.000 in die Tasche gesteckt hast. Habe ich dir gesagt, dass ich nie ausbezahlt habe? Du sagtest, du hast nie ausbezahlt. Ich sage, dass diese Idioten auf der Tafel nicht über mich zu entscheiden haben. Es gibt jetzt, die hast du ja kennengelernt, die Geschäftsmänner, die das Sagen haben. Sie, dann reden wir Geschäftsmänner. Mit denen. Ihr stellt euch wie alle anderen in der Tafelrunde vor. Ja, ich stelle mich vor. An die Leute, die mich noch nicht kennen, aber du kennst mich gut genug. Du stellst dich an alle vor. Haben wir irgendein Problem? Narbe? Scarface? Du hast doch das Anwesen von Scarface. Was ist denn das Anwesen von Scarface? In dem gerade mein Kulo sitzt. Das ist mein Anwesen. Natürlich. Selbstverständlich. Bist ja wohl in deinem Wohlüberall, in deinem Territorium, im Wasser. Ich bin bei... Jetzt weiß ich wenigstens, wo ihr damals hingeschwommen seid, als ihr vom Kriegsvertrag geflüchtet seid. Wow, alte Kamellen wieder rausholen. Hast du nicht gerade eben gesagt, dass alle an dich ausbezahlt haben? Wieso erzählst du alte Storys? Also Mann, ich bitte dich. Aber wenn du nicht willst, dass ich aufhöre, dass ich da weitermache, wo ich aufgehört habe, dann dran geh. Mit weglaufen? Wegschwimmen? Mit dir in den Arsch treten, mit dir Geld aus der Tasche ziehen. Was? Da war so! Also, halt den Ball flach. Ich stell dich erstmal morgen bei der Tafelrunde vor, darauf freue ich mich. Was denkst du, wird dort passieren, ha? Ich weiß, was passieren wird. Ja, was wird denn passieren? Du wirst dich vorstellen, wie ein Schulkind. Hola, ich bin Sergio Mendes und möchte mich bewerben. Darf ich in der Stadt Obdach ihr Wert bekommen? Also wie das passieren wird, ich werde hingehen, ich werde sagen, mein Name ist Sergio Mendes, ich bin der Patron der Stadt. Und jeder von euch hat entweder meine Hand geküsst oder Geld an mich ausbezahlt. Schon wieder eine Lüge. Es haben sehr viele nicht deine Hand geküsst. Entweder oder. Kennst du dieses Prinzip? Mhm. Natürlich, Mendes. Hat Sergen mal an dir ausgezahlt? Sie. Ist Mendes stärker, Chat? Sergen, fühlst du dich untergraben von Mendes? Hä, was? So soll ich dich untergraben von Mendes? Warum? Wegen was denn? Naja, wie findest du's? Wie findest du das? Der Mann, der dir schlaflose Nächte beschert hat.
sitzt jetzt gegenüber von dir. Du sitzt auf seiner Couch, in seinem Anwesen, vor seinen Leuten. Hatten wir nicht irgendwie wegen allen schon schlaflose Nächte? Aber was willst du jetzt von Sergen? Was willst du jetzt von ihm? Ich verstehe, Mendes. Du musst dir Freunde suchen, damit überhaupt aber was willst, aber was willst du von ihm? Was willst du von ihm? Was erwartest du gerade von Sergen? Sergen, hör auf, leise zu reden und dich zu beleidigen. Der Sergen, zu mir gekommen ist und sagte, Mr. Bitcoin, wir müssen gegen Mendes was tun. Wir müssen ihn in seine Machtposition wegnehmen. Meinst du den Sergen, von dem ich was will? Ha? Und wo ich es dann getan habe und dich angegangen raus, bin. Lass mich mal raus, hier, Jungs. Du willst überall rausgelassen werden. Geh du mal lieber wieder von Cousins Routen fordern, von Cousins. Ja, harte Zeiten, Jungs. Harte Zeiten vor einem harten Mann. Einen harten Mann, klar. Ist wahrscheinlich ein hartes Horn, Mira. Ja, oder so. Oder ein hartes Horn. Ich habe ein hartes Horn. Bleib mal lieber bei euch zwei, ich höre gerne zu. Nicht, dass du dir aber an diesem Horn wehtust, Bitcoin. Alles gut, Mann. Man kann sich an allem wehtun. Es ist schon oft passiert, dass der Jäger an einem Horn gestorben ist. Ja, bestimmt. Aber ich bin kein Jäger. Man darf das Wildviech nur nicht lang genug stören. Ich bin der, dem das Essen gebracht wird. Verstehst du mich? Nicht der scheiß Jäger. Also... Ich als neutrale Person, die hier jetzt sitzt, habe über ein Gespräch mitgenommen, dass ihr beide reden wollt, wer hat die fetteren Eier. Ja. Das ist ja das Gespräch, was am Ende des Tages dazu führt, dass ihr eine Schießerei habt. Lasst uns das Ganze abkürzen. Ihr bereitet euch vor, geht schon mal nach Hause. Jeder zieht sich an, dies, das. Ihr schießt gegeneinander und danach sind die Ansagen. Weil bis jetzt passiert noch nichts. Jeder weiß, wie es enden wird. Es kommt zu einer Schießerei und der andere macht dann die Ansagen. Dann lass uns den Pathos skippen, Mann. Das ist wie ein schlechter Porno. Wow. Also ich sag ehrlich, ich bin auch neutral hier. Aber irgendwo hat der recht, dass es irgendwie immer so abläuft. Also nicht zwischen euch zwei, aber generell in der Stadt. Was wollt ihr jetzt? Sollen wir jetzt nach Hause gehen, uns bereit machen, umschießen? Verstehe ich auch nicht. Tommy, wenn nicht jetzt, dann morgen. Wenn nicht morgen, dann übermorgen. Und wenn es nicht übermorgen ist, dann übermorgen. Aber dann kannst du doch genauso sagen, wenn ich schon sündige, dann skippe ich meine guten Taten. Weil ich sündige morgen sowieso, also mache ich es heute auch. Man sieht auf jeden Fall, dass du nur 3 IQ hast, Sosa. 3 IQ, Mann? Ihr habt doch Stress seit 20 Jahren. Ihr habt 3 IQ, Mann. Was willst du mir erzählen? Seit 20 Jahren? Ja, keine Ahnung, wie lange ihr Stress habt, Mann. Aber Rivera sind nicht die OGs, Hermano. Die OGs kannst du sagen, 20 Jahre. Rivera, Monate. Keine Jahre. Oh, jetzt versucht er mich auf seine Seite zu ziehen. Aber es zieht nicht. Harte Monate. Einbringende Monate. Oder hatte ich mit OGs schon härtere Monate. Guck, bitte versuch mich auf seine Seite zu ziehen. 2 Monate von mir waren wie 5 Jahre der OGs. Mich raten, Sergen, da hältst du dich jetzt auch raus, richtig? Hey, was? Ein Versager geworden, Mirda. Ey, Jungs, Mann, lasst mich raus, aber habt euren Schwanzvergleich. Legt am besten euren Pimmel auf den Tisch und gucken, welcher länger ist. Es juckt mich nicht. Und was legst du hin, Armano, dann dein Horn? Gar kein Schwanz, weil ich einen kleinen hab. Nein, Mirda, weil da nichts existiert, Armano. Nein, mein Schwanz ist so klein, Mann, glaub mir. Ich kann nicht entjungfern, ich kann nur anschubsen. Glaub mir, ich höre euch lieber zu, macht weiter. Okay. Naja, was passiert jetzt? Also, Willst du, dass was passiert, Sosa? Nein, ich möchte nicht, dass was passiert. Am Ende des Tages... Ja, so, genau so. Am Ende des Tages hab ich nur mitbekommen, dass sie immer Streit miteinander hatten. Oder nicht? Gab's einmal irgendwie Frieden zwischen euch in den letzten Monaten? Eine Woche. Eine Woche habt ihr das hinbekommen. Ah, gracias, hermano. Gracias. 2024 Music. Wie? Aber Sergen macht das richtig. Wenn die Großen reden, halten die Kleinen die Fresse. Ja, richtig. Darum halte ich die Fresse. Genauso. Ich höre lieber zu. Bitcoin Abi. Philipp, danke für deinen 10. Was? Was wegnehmen muss. Sergen, lässt du dir das gefallen? Ich bin momentan nicht ready. Ich hab was Gegensatz zu Bitcoin im Kopf so,
So, wenn ich auf die Fresse kriege, dann bin ich auch momentan ruhig. Ich warte für den richtigen Moment und danach komme ich. Momentan geht's leider nicht. Darum muss ich mich zurückhalten. Also willst du den später auf die Fresse haben? Das ist auch das, was ich gerade verstehe. Hey, hey, hey! Servus. Ja. Alle jetzt, Dank, ich warte, ich grenze dann, ich antworte gleich. Oben in dem Raum, sind deine alten Geweras wieder alle da? Mendes? Aber zieh deine, Weste aus. Du hast heute bei den Grace gesehen. Okay, ja, sehe ich, muss, aber der lässt mich da nicht rein. Den einen oder anderen Wanders haben. Doch, sag, wie ist dein Name? Sein Name noch nicht bei mir ist. Ach komm, Alter, du kannst doch zugeben, dass er nicht wiederkommen will. Nee, wie ist seiner? Nee, wie ist das? Meinst du? Ja, sehe, er kommt nicht wieder. Könnt ihr Franz reinlassen? Der steht vorne. Kannst du das Stepan auch so sagen? Der wird nicht reingelassen. Dass die bestimmt nicht wieder kommen? Ach, ihr seid ist Houdini bei dir? Sie. Bueno. Gleich da, Jungs, ja? Warum? Hey, soll ich mich draußen abholen, sage die? Ja, warte. Ah, hier bist du. Jetzt zieh doch mal deine Kleidung aus, du Vollidiot, Mann. Achso, er sagt doch was. Idiot, sorry, der gehört zu mir, ja? Tut mir leid. Wie sieht's hier aus? Das ist ja Hammer. Okay, ja, der hat gesagt, ich soll kommen. Was ist denn los? Bäcker? Der gehört zu mir, Omi. Hier ist kein Konzert, wo jeder rein kann. Raus mit dir. Omi, Mann, mein Vater! Raus mit dir. Wie raus? Ja, alles klar, alles. Entspann dich. Entspann dich doch mal, Omi, Mann. Alles gut, alles gut. Der gehört zu mir, Alter. Entspann dich. Alles gut, Jungs, Mann. Die wollen mich ficken, Mann. Der gehört zu mir, Mann. Der ist korrekt. Hey, Bro, wer ist das? Ein Homie von mir. Auch ein Homie von Zack. Ja, aber das ist ein interner Kreis. Korrekt. Ja, yeah, ich weiß. Und ich saß in dem internen Kreis, Shorty. Fick der Scheiße, Mann. Jedes Mal dasselbe mit euch. Also was jetzt? Soll ich raus oder naja? Verstehe nicht ganz. Jetzt raus. Wer ist denn das? Hier ist nur interne Gespräche. Ja, alles klar. Da gehört hinaus hier. Ist schon okay. Ihr wart raus, alles klar. Scheiße, Mann. Oh. Bist du besoffen, Junge? Wer war das? Wer? Der Schwabe da. Ach so, ja, ist ein Homie von mir. Hab ich heute kennengelernt, Mann. Ach so. 2024 Music. Endlich wieder. Naja, Jungs. Gut, alles klar. War's alles klar? Dann ist doch alles geklärt erstmal, oder? Ich hab noch was zu sagen, Jungs. Ich werde heute heiraten. Ja, wen denn? Alia heißt die Glückliche. Ah, wann findet die Hochzeit statt? Heute, Obi. Ja, heute. Wann heute? Es sind noch 2 Stunden für heute. Ich weiß nicht mehr. Ich hab noch nichts geplant. Aber heute auf jeden Fall. Ja, gut, sag einfach Bescheid. Na gut. Ihr seid alle herzlich eingeladen, ja? Aber keine Schießerei, Amanos und Pedachos. Natürlich. Gracias. Zu meiner Hochzeit, wann ist er? Sehr interessant. Wann? Heute, heute. Ich komme, Mann, ich komme. Dass er heiratet, oder was? Alter. Warst du schon eigentlich hier, als Midnight schon da war, oder bist du gegangen und Midnight hat sich gegründet? Ich kenne Midnight nicht. Hey, mach mal ein bisschen mehr Feuer. Du kennst Midnight nicht. No. Reden wieder viel zu normal. Eine Familie von Tigger. Warte mal, ist Kira da? Jürgen und Jo. Jürgen? Sie, Jürgen. Ist Kira da? Tigger und Jo kenne ich nicht. Ja, war sie eben. Tigger kennst du. Rote Haare. Mach das nicht. Ja, richtig. Hör auf, Tiger. Nein, Mann. Tiger? Sag ich doch. Jürgen Riss, tut sich mit seinem Ego der Butter zusammen. Frauen. Was Kira, hast du gegen Tiger? Kira nur. Was hab ich nicht das gegen ihn? Das ist meine Mutter, Mann.
Das ist doch nicht deine Mutter. Klar, es geht an meine Mutter. Mit der Hasenmaske. Leute, aber man muss dazu sagen, Jürgen ist für seine Bastardsöhne bekannt. Das kann ja dann meine Abschaumfamilie sein. Naja, sie haben auf jeden Fall das Zeug dazu gehabt, OGs alles wegzunehmen, was sie besitzen. Naja, ihr ja auch. War ja keine große Leistung. Das stimmt, OG ist wirklich sehr, sehr hart. Naja. Zurückgegangen. Warte mal, warum machen die dich so zum Hund, Alter? Hey, 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 wieso warte geht mal. Ihr wieder auf Milch? Kann warte mal auch, ganz kurz. Kann ich hier auch ansagen, Alter? OG ist richtige Waschlappe. Ich meine, hey, Bitcoin, chill mal, fahr mal zwei Gänge runter, Mann. Was soll ich dir sagen? Guck mal, ey, schau mal. Du hast die Familie damals gegründet, Bueno, und du hast so einen Haufen Scheiße übergeben, Jirda. Ey, guck mal, ich hab dich ein Jahr in den Arsch gefickt. Ich hab dich ein Jahr, guck mal, in den Arsch gefickt, in der Dusche, in der Badewanne, in deinem Bett, okay? Aha! Krieg gewonnen. Was? Groß. Lass mich doch raus. Krieg gewonnen, ich finde diesen einen Krieg. Oh, ein Jahr in Dusche gefickt? Ey, Homie, das würde ich nicht auf mir sitzen lassen, man. Ich bin nur anwesend, ich höre nur zu, ich sag nicht mal was. Das reicht doch schon, um deine Verlierer-Versagerheit auszustrahlen. Okay, Tamam, wir haben's verstanden. Du komm mir nicht mit ein Jahr hast du dies gemacht, Mirda. Du hast den Dach gedeckt, Mirda. Wir wissen das doch alles, oder hast du vergessen, Dachdecker OGs? Komm, bitte die Fresse, halt deine Fresse. Ey. Was hast du gerade gesagt? Ey. So, guck mal. Ey. Weißt du was? Ich zieh auch in den Scheißkrieg. Wie schnell das... Es hat er vergessen, dass Loco hier steht, Digga? Hä? Also... Hä? Das ist, also... Hat er nicht gecheckt, dass Loki auch noch... Dieses Anwesen existiert seit 5 Minuten! Und OGs und Kali schießen schon da drinnen gegeneinander. Ey, Homie, ich hab damit nichts zu tun, ja? Also, mein Arsch ist fein raus aus der Sache, ja? Medic schon da, oder was? Ja. Medic schon da? Anscheinend. Jungs, ich hab mit der ganzen Scheiße hier nichts... Ist Kira da? Kira ist mitgekommen, ja. Wo ist meine Mutter? Hey. Mama. Chris, komm her. Die Teppiche waren neu, jetzt ist es hier voller Blut, Mann. Doch eh kann deine Frau reinigen? Sosa, das ist deine Schuld. Okay, okay, komm. Nix gegen meine Frau, du stehen die, Wichser, stehen die du bist doch nicht... Ja. Jetzt liegt der auch. Hey, Frank, du auch hier? Das ist nur Noki. Moin. Was machst du denn hier? Ich war zufällig heute hier, hab das Anwesen gesehen und ich dachte mir, das kann nur Sergio Mendes. Hey, entspann dich doch mal, Mann! Was boxt denn oben? Was ist los bei dir? Warum, ihr habt mich umgebockt? Der Wichser! Rache ist Rache. Blanco. Hab ich den in der Hand? Warum liegt Sosa? Ja, warum liegen beide? Der hat Blanco kaputt gehauen. Dann hab ich ihn kaputt gehauen. Na, ah, okay. Blut für Blut. Gut, haben wir das Auto so oder nicht? Ja. Ja, passt. Aber man liegt nur eine Minute, das ist nicht schlimm, Chat. Wohin geht's? Wohin geht's? Ja, okay, komm, dann steig dein. Nicht stabil. Ey, wir fahren zuerst zu unseren Nachbarn. Gefickt. Warte doch, Blanco. Der ist gestabbelt, der ist gefickt. Das ist jetzt unlucky, ne? Hey, Sosa, hallo? Hallo? Hey, ich glaube, der ist nicht gestabelt, oder? Ja. Mal komm mal. Hallo, Sosa, hörst du mich? Noch so ein Spruch, Blanco, und ich fick dich. Oh. Hey. Oh. Was ist das denn für ein Profil? Hey, wo kann ich einsteigen? Komm hier. Das ist okay, crazy. Danke. Ey, wann ist deine Hochzeit heute? Ich muss vorfahren. Ja, trag ihn mal. Okay, ey, wo ist mein Auto, mein Polizeiauto? Das hat dieser Hessische geklaut. Ja, dann mach Kolonne fertig. Oder die sind schon alle los. Wie? Ja. Hä? Ja, komm.
Akira. Ich sag mal, was war denn da los, Alter? Keine Ahnung, Homie. Ich hab's auch nicht verstanden. Ah, die wollte mich nicht reinlassen, Alter. Wer war denn das zurück? Ich hab Kiras Nummer nicht. Einfach Krieg zwischen OG und Kali ausgelöst. Haben die jetzt Krieg? Yes! Mit meiner Fitna sehr stark. Hochzeit planen müssen wir eigentlich, ne? Oder ich frage einfach die Admins, ob die eine Hochzeit planen. Wie viel Uhr? Um 23 Uhr passt, oder? Warte mal, ist Kevin da? Alter. Kevin muss eigentlich diesen Dings machen. Oder wir machen es morgen einfach auf Lockdown. Boah, ich muss übel krass pissen. Ja, Homie, Alter. Ja, sag mal, was war denn da los jetzt? Keine Ahnung, Mann. Alle, ihr habt da gewartet wie ein Depp, Alter. Hast du ihn reingelassen, Alter? Bin schon ein bisschen sauer auf dich, sag dir ehrlich. Ey, hast du mein Profilbild gesehen? Schön mal eine Frage an Sie. Haben wir eigentlich auch GPS, oder? Bitte was? Haben wir eigentlich auch GPS, oder wie sieht's da aus? Was für GPS? Natürlich, wir haben alles. Aber wo gibt's denn die? Ich finde die nämlich nicht. Ja, warte, komm mal mit. Na klar, komm mit. ...2024 Music. Wow. Alter. Sami. Wo ist denn? Nee, jetzt hat sie einfach... Perfekt, wunderbar. Ein Red Bull kaltes, blaues, jawohl. Ey, Hobby, sorry für die Fitna. Ja, jetzt hast du Krieg mit Kali. Ja, ich hab reingekackt, Mann. Ich wollte Fitna zwischen zwei Familien machen, jetzt hab ich selber Krieg. Alter, bist du so Fitnachi. Ja, viel Glück damit, ja, Alter. Ist das dumm. Voll Idiot, Mann. Ja, ich bin hab reingekackt. Ja, das war's mit dir. Ja. Egal, wir hören uns nächste Woche. Ich mach eine Woche Pause. Ciao, bis nächste Woche. Ciao, Mann. Bitte? Fick der Scheiße, Mann. Idiot. Alter, was machen wir? Gehen wir auf Streif oder was? Ja. Wo ist Kevin? Ich würde gerne heute noch heiraten. Oder lass das morgen machen, Chat. Morgen heiraten und dafür richtig krass planen. Ich park schön meinen Wagen ein, weil deiner ist besser. Morgen mit Plan, okay. Okay, Hochzeit wird verschoben auf morgen. Alter, heiratest du echt oder was? Ja, ja klar, Mann. Alter, darf ich auch mal einen Lupfen? Also, bevor du... Alter, entspann dich doch, Alter. So, sieh.
Sosa, Sosa, Sosa. Bitte die Waffe runter, Sosa, ja? Ich meinte mit Neilupfer, ob ich da auch Geld reinwerfen darf. Stück Scheiße, man. In die Puss natürlich, ne? Erste Ria, Sie sind der beste Nummer 1, Andrew Tate. Follow Sosa. Sosa. Ich danke euch, Jungs. Ich danke dir, Homie. Du bist die beste Nummer 1, die ich mir vorstellen kann, Homie, Alter. Du bist der beste, Mann. Du bist der beste, Homie. Der allerbeste, Homie. Danke. Gott segne dich. Gott segne Amerika. Gott segne Amerika. Jawohl. Immer den Augen bumst. Hast du irgendwelche Talente eigentlich, sag mal? Hallo! Alia, lass uns lieber morgen heiraten, richtig mit Plan, oder? Ja, können wir gerne machen. Also da war ich doch schon drin, ja, das passt so. Ist besser. Aber wie willst du das planen? Ich lass das schon machen, Mann. Okay, easy. Hey, darf ich dein Trauzeug sein? Was machst du? Ich bin gerade unterwegs auf Streife mit irgendeinem Schwaben. Na gut, okay. Mit irgendeinem Schwarzen? Was sagst du da? Okay, viel später. Wow, Alter, jetzt wird's echt viel, Alter. Jetzt übertreibst du den Ring. Seid ehrlich. Oh, da ist eine Frau. Und da ist eine Frau, komm. Versuch mal den Glück. Hey, hallo, die Dame. Dürfte ich erfahren, wie du heißt? Catalea. Ah, Catalea, du bist es, meine wunderschöne Latina-Dame. Ja, hallo. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Und dir? Auch. Du kannst mir einen Gefallen tun. Kannst du mir kurz deine Nummer geben? Ich würde dich gerne später mal treffen. Oh mein Gott. Achso. Doch damit nichts. Ich will sie doch nur kurz treffen. Sie labert aber scheiße, sie wird euch sagen, sie ist vergeben, aber sie ist nicht vergeben. Ich bin vergeben. Bitte. Scheißdreck. Okay, was ist dein Glückszahl? Meine Glückszahl ist die 831, Katalin. Bitte. Meine ist die 1306. Bitte, du verdienst gut Geld, wa? Ah, okay, wegen verdiene ich was, ja. Katalin. Ja. Willst du Vapes haben? Alles klar, danke schön, Katalin. Ja, ich melde mich dann später. Na, tu mir doch bitte den Gefallen. Melde ich den anderen Branchen nicht weitergeben, ja? Hallo. Okay, geht. Alles klar, Katalea. Kannst du einmal für mich Chupapi sagen? Einmal Chupapi? Nein, das geht nicht. Na los, einmal Chupapi, einmal. Nein. Einmal jetzt, Katalea, komm jetzt. Nein. Was für Belästigung? Ich hau dir gleich auf den Kopf, dann weißt du, was Belästigung ist. Papa, einmal jetzt, gib mir Ruhe. Gibst du deine Nummer und sagst du mal jetzt hier. Gib mir Ruhe jetzt, Papa, einmal. Ich bin doch vergeben, er weiß, dass ich vergeben. Ja, klar. Nudes schickt sie trotzdem, jetzt gib mir Ruhe. Homie, ich hab doch schon ihre Nummer, das ist unfair. What the? Hast du gesehen? Ja, Homie, ich hab Batman Stimme hat gleich gezogen, Alter. Batman Stimme hat gleich gezogen. Gleich gezogen, hä? Ich ruf sie mal geschwind da. Wer ist deine Mutter? Wer ist deine Mutter? Kira. Kira, du mir, Alter. 160 Kilo. Mama, was geht ab? Du bist zurück und du hast mir nichts gesagt wieder mal! Ich wollte mich gerade bei dir melden, aber... Yeah. Hey, Katalea, ich wollte dir nur sagen, du riechst fantastisch. Ja, natürlich. Pass auf dich auf. Ja, ich muss mir wirklich ein neues Handy holen. Wie geht's dir? Ist das Baby schon auf der Welt? Ja, bald. Können wir uns treffen? Ja, komm zum DOJ. Okay, ich komme. Bis gleich. Bis gleich. Meine Mutter war ein paar Wochen weg. Jetzt sind wir aber wieder da. Aber wir treffen uns jetzt mit deiner Mutter? Ja, genau. Okay, was machst du so immer? Bist du so ein Typ, der seine Mutter küsst auf den Mund? Sei ehrlich. Nee, Omi. Du? Plötzlich keinen Scheiß. Nein, Omi, mach ich nicht, Mann. Plötzlich keinen Scheiß, jetzt. Wie schwätzt keinen Scheiß? Nein, mach ich nicht. Du schwätzt den Scheiß, klar. Will ich jetzt gleich sehen. Was weiß, Omi? Nein, mach ich nicht! Will ich sehen jetzt. Wenn du ein Mann bist, dann gibst du einen Schmatzer auf deine Mutter so im Leben, fertig. Na, Rami, nein, wenn du das machst, mach es, aber ich mach es nicht. Nee, hör mir mal zu, bleib mal kurz stehen. Was? Wenn du ein Mann bist, machst du es und dann drehst du dich zu mir und machst, yeah, sexy Playboy.
Also, jetzt will ich sehen, was du machst. Zeig, dass du ein Mann bist. Hi, mein Kind. Alter, richtiger Schmerz auf der Lippe, jawohl, ja. Mama. Ja. Ging's dir gut? Du bist endlich wieder da, Alter. Ja, ich bleib auch bei dir. Ich werde euch nicht mehr verlassen, ja? Ja, ja, bitte. Kevin, dieser kleine Wichser! Was passiert? Dieser Bastard hat mir nicht einen Cent gegeben, so wie ich's gesagt hab. Was? Gar nicht? 0,0! Ich bin die ganze Zeit. Ich hab nicht mehr Geld für ein T-Shirt. Ich lauf die ganze Zeit ohne Klamotten rum. Aber aus mir ist ein guter Officer geworden. Ich bin schon seit... Ich wurde noch nicht gekündigt. Echt? Ja, das stimmt tatsächlich. Auch mein Chef, der ist jetzt mein Chef. Das ist sehr gut, dann kann ich ein paar Informationen immer von dir haben, oder? Ja, natürlich. Sehr gut. Ach, ich liebe das so, intelligente und gute Kinder zu haben. Ja, natürlich, natürlich. Aber ich bin immer noch pleite. Ja, kein Problem. Du kriegst natürlich was von mir. Mama von Sosa, ich habe mal eine schöne Frage. Ja? Hast du... Ist das bei euch so, dass du, wenn du deinen Sohn siehst, ihn ab und zu auf den Mund küsst? Das ist ganz normal, ja. Das ist nämlich eine Mutterliebe. Das kennst du, glaube ich, nicht, okay, weil du keine Mutter bist. Er hat nämlich vorhin... Oh. Weil ich keine was bin? Weil du keine Mutter bist. Oder weil ich keine Mutter mehr habe. Ja, so ist das Leben. Was soll ich sagen? Ami, deine Mutter wird gerade bestimmt gepoppt von irgendeinem Tyrann. Ja, und deine Mama ist 120 Kilo, weil mein Vater auf sie steht, du kleiner Wichser. Was? Das weißt du ganz genau. Ja, guck mich nicht so an, du wiegst 160 Kilo. Schau dir doch mal deinen anderen Anzug an. Wie bitte? So, du kommst jetzt gleich mal auf meine Todesliste. Wie? Sehr gut. Was meinst du? Sehr gut. Also, der Typ ist ein Rassist. Was? Ja, der ist ein richtiger Rassist. Los, red mal auf meiner Sprache, los. So einen Rassisten hast du noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was er meint. Also ich bin ein Urbürger. Ja, ich bin ein türkischer Urschwab. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich definitiv Maniere habe und sowas rassistisch. Du hast gerade gesagt, ich wiege 180 Kilo. Wohin 160, 160 habe ich gesagt. Ja. Das also sehe ich halt an deinem Blazer. Dein Blazer, der reißt ja was. Und das sind tatsächlich nicht deine Titte, sondern das sind deine Arme, die da rausreißen. Nein, tatsächlich nicht. Ja, klar. Rosa, willst du vielleicht den mitnehmen, hinter die Ecke und dich um den kümmern? Soll ich machen? Ja. Oh, oh. Das ist jetzt Python. Sehr gut. Sie züchtet, ja. Pauline? Ja, Rosa? Was machst du? Der ist verhungert. Ja, das hat doch jeder von uns gerade gesehen, dass er verhungert ist. Hey, da ist jemand verhungert. Bringen wir ihn schnell zum Medic. Ja, Paulina, du kannst ihn mitnehmen. Mach mit ihm, was du willst. Nee. Ich muss erstmal ins DOJ wieder reinkommen. Naja, Mama, warum ich war heute schon bei Mendes. Ja, ich hab dir ein bisschen Geld gegeben. Hast du gesehen? Ja, ich hab gesehen. Danke dir. Ja gut, bitte, bitte. Ja, du warst bei Mendes. Wie gefällt dir das Haus? Ja, das Haus gefällt mir, wie bei Scarface. Ich habe das Haus, glaube ich, zugelassen, gell? Wie? Das, was ich dir... Ja, ich konnte meine Sessions da nicht machen. Egal, draußen ist auch spannend. Wo kriege ich ein Auto her? Ein Haus. Ein Haus? Ich kümmere mich da drum. Aber das Haus musst du selber zahlen, das kann ich dir nicht sagen. Hier geht's ihm wieder gut. Ich habe eine Freundin und eine neue beste Freundin. Beides. Ich brauche eine dicke Frau. Hast du was? Wer ist die beste Freundin? Warte mal kurz. Lotte, kennst du Lotte? Nee. Dumme Kuh, und die blöde Sau. Freundin? Sosa leckt mich am Arsch. Achso, von MOB, ja, das weiß ich ja. Die ist ja schwanger von dir. Genau. Mhm. Pauline, du hast angerufen. So lange bin ich schon mit dir? Scheiße, jetzt werde ich auch angerufen. Scheiße, du Liberty City, da kriegst du ein Haus. Aber du kannst meins haben, ich mach's dir auf. Und wir heiraten mal. Wie? Das ist deine Mutter. Wo heiratet ihr? Na. Weiß ich noch nicht, aber ich versuche was zu organisieren. Hä, das Anwesen von Mendes ist doch schön. Es hat so ein Altar und alles. Ich frag ihn mal morgen. Wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Ich schick dir das mal. Du musst. Ich war schon vorhin beim Anwesen. Hast du den Altar gesehen?
Ey, schrei mal bitte nicht so, du bist hier nicht allein. Wer? Ich? Ja, wer sonst? Wie, ich schrei hier rum? Das wird alles dokumentiert. Dokumentiert? Warte mal. Hier auch. Dann hast du was zu essen? Natürlich. Wer hat gesagt, schrei rum? Du hast gesagt, schrei rum. Ja. Wie ist deine Nummer? Ist hierher geschrieben. Deine Glückszeit. Schrei, wann ich will. Brauchst du nicht. Wie? Ach ja, stimmt. Ja. Mach Bild von mir. Ja, mach. Warte. Noch nicht. Ich muss eine Pause machen. Jetzt. Die sollen mich mal holen kommen, wo du jetzt rufst. Hey, ich finde einfach deine Geil. Ich bin H. Jetzt schon wieder? Ja. Du weißt, wer ich bin, H. Du weißt, wer ich bin. Wo ist mein... Alter, Slotte, komm mal mit. Tschüss. Nur weil die hier weiß Anzug trägt, denkt die wäre was. Hallo. Hallo, Lotte. Das ist, meine Mutter. Hi, Lotte. Ja, sie ist heute wiedergekommen und das ist Ray. Hi, Ray. Hallo, was geht? Bist du deine neuen Freunde? Ja. Hast du Kabelbinder, Sosa? Nee, hab ich nicht. Oh, kannst du mein Fässer nicht abmachen, ne? Nee. Oh, fuck. Paulina, du Camorra. Camorra ist crazy. Mein. Nein. Ja, schön. Wann ist die Hochzeit morgen? Wann komme ich? Weiß nicht, ich hab so geplant, 22 Uhr am besten, morgen die Hochzeit. Oder 23 Crazy. Uhr. Sind schon Wetten, wie lange die Hochzeit hält? Ey, Lotte. Die Ehe? Komm mal kurz. Was? Eine Wette, wie lange die Ehe hält? Warte, wer ist er hier? 2 Stunden. 2 Stunden? Nee, ich glaube, er schafft schon ein länger. Bisschen zu lange, ne? Hat sie wenigstens Geld? Oh mein Gott, Pauline wird festgenommen. Wie? Ich arbeite für... News, und ja, zwar nach Verflix. Ja. Genau. Und ich muss Sie das James dann suchen Sie mal ganz schön bei der Dame und dann werden Sie Nein, ich muss James Al-Safi. Nein, ich arbeite für James Al-Safi. Wo ist er hin? In Al-Safi arbeiten Sie? Genau, das Lügen. Also kein Kommentar. Was passiert hier gerade? Das ist hier Polizeigewalt. Ihr Wichser. Mama, komm mal mit. Sosa? Was hast du denn in der Zeit gemacht? Ja. Herr Sosa, finden Sie auch, dass der Herr der lustigste und attraktivste Bediener ist? Auf gar keinen Fall. Wer ist tot? Er ist entführt worden und ich würde sagen 2-0, Soßchen. James. Bist du auch Rekrut, Sosa? Ich hab's hier bezahlt, Alter. Ich hab gar nichts bezahlt, du hast Arsch auf, oder was? Die Frauen hängen meinem Schwanz hinterher, so läuft's. So läuft Ase. Aber es liegt wahrscheinlich an deiner fetten Mutter, dass dir niemand hinterherläuft. Deine dicke Mutter. Hör auf jetzt! Oh. Alter, was hat er gesagt, ja? Das war Notwehr, oh, der wurde geschlagen. Keine Motherfucker, Mann. Unfassbar. Also, Kira, was hast du in der Zeit gemacht, wo du weg warst? Wir waren so ein bisschen Flitterwochen nachholen und ich war im PD. Ich musste ein paar Sachen erledigen. Hast du gefickt? Ja. Und du? Wie oft? Das kann ich nicht sagen. Ich war ziemlich oft drauf, tatsächlich. War ein Urlaub. Auf Alkohol und so. Und du? Hast du mit Papa gefickt? Mit wem denn sonst? Wie oft? Ich bin nicht so wie deine ehemalige Frau. Wie oft? Weiß ich nicht. Frag ihn. Sosa, außerdem will ich mit dir nicht drüber reden. Du bist nicht mein bester Freund. Mehr als zweimal am Tag? Mein Sohn. Frag ihn, okay? Mehr als zweimal am Tag! Vielleicht, ja. Vielleicht kriegst du noch einen Bruder bald. Was? Amtsmissbrauch. Nimm die fest. Ja. Hat er dich losgelassen? Hä? Da ist dein Ex-Vater. Da ist eigentlich dein Vater, ja? Susa. Dann sehen wir uns gleich. Ich dachte zumindest, es ist sein Vater. Ja. Langstein. Sein Adoptivvater ist eigentlich Langstein. Susa, lauf mal hin und frag ihn nach Geld. Ja, der Wichser hat nichts, habe ich schon oft genug versucht. Der hat genügend. Der hat von Österreich alles immer eingepackt. Der hat bestimmt 2 Millionen. Okay, Kira, also bleibst du jetzt wieder hier? Mhm. Und was machst du beruflich hier? Mach eine Anwaltskanzlei auf. Eine Anwaltskanzlei? Rechtsanwaltskanzlei, ja. Das heißt, du bist doch Staatsanwältin? Nee, Rechtsanwältin. Ich bin für die Kriminellen. Also für mich. Ja, eigentlich bist du ja PDler. Eigentlich ist der Staatsanwalt für dich.
Aber ja, für dich bin ich natürlich immer. Hey, warum liegt der? Ich hab ihn umgehauen. Und du? Bleibst du auch jetzt hier? Öfters, oder? Ja, irgendwie schon, hatte ich vor. Aber ich bin, ja, ich will morgen heiraten. Weiß okay. Nicht. Ja gut, du bekommst ein gutes Geschenk. Vielleicht kriegt ihr sogar ein Auto oder sowas. Ich muss mal gucken. Du wolltest mir doch ein Auto schenken. Mhm. Zur Hochzeit bekommt ihr eins. Was ist so deine Lieblingsmarke? Traktor. Lamborghini. Mhm. Wie, du kriegst ein Lambo? Und welche Farbe? Schwarz. Schwarz, okay. Gut. Aber ich will, dass die Ehe auch echt ist, ne? Ja, kein Fake. Natürlich eine echte Ehe. Na gut. Und Lotte ist deine beste Freundin? Ja, genau. Ehe, Bingo. Mhm. Lotte, ist es was Ernstes mit Sosa und seiner Perle? Die welche? Was? Genau? Welche? Damn, das ist crazy, welche. Ja. Hat er noch eine? Aber warum welche, Sosa? Wie ab und zu, Sosa? Was soll das? Was? Dann kriegst du natürlich kein Auto. Ich dachte wirklich, du hast dich geändert, Sosa. Hast du ihn gefickt, Lotte? Hast du ihn gefickt, ehrlich? Oh my god. Also, habt ihr eine offene Ehe? Offene? Offene Beziehung? Nein, nee, nein. Nee, Vertrag. Hab ich nicht. Okay. Mhm. Ja, gut. Okay, dann organisiere ich den Lambo. Ja. Yeah. Und ja, du gibst einfach mir und Vater Bescheid, ja? Wegen der Hochzeit morgen. Muss ich irgendwas beim DOJ anmelden? Nö. Okay, easy. Willst du deinen Namen ändern? Für sie? Nein. Sie muss gut, den Namen. Wäre auch eine Schande. Okay, sehr mein gut. Name ist Hossa, bleib. Okay. Das hinter meinem Namen steckt jahrelange Legacy. Das geht nicht. Nein, das wäre auch. Ja, macht man nicht. Die Frau nimmt den Namen vom Mann an. Ist das so? Ich würde sagen schon. Ist das so, Chat, dass immer die oder? Frau den Namen vom Mann annimmt? Normal. Ja, exactly, genau so ist. Eigentlich schon. Gut, also im Endeffekt heiratet ihr eh erstmal an der Kirche. Und dann, wo wollt ihr die Party machen? Auf Kayo? Ich dachte bei Mendes. Oder bei Mendes, wer organisiert das alles? Kriege ich schon hin. Okay. Ich rede nochmal mit der Lea. Okay. Hallo, Was geht ab? Was geht, was machst du gerade? Nichts, du? Auch nichts. Kann ich dich abholen? Kann ich lieber zu dir kommen? Ich komm zu dir. Warum? Wo bist denn du gerade? Ja, okay, komm. Komm in die Hose. Okay? Ja, bitte. Okay. Haben Sie und Sie sind in welcher Familie? Das ist eigentlich unfair. Komm mal weg, du Wichser, Mann, damit ich einsteigen kann. Halt meine Fresse! Sag mal wie. Nein. Aber warum? Oh, ein Rap-Kit. Ich brauche ein Rap-Kit jetzt sofort. Nein, mach das nicht. Oh, mein aber Gott. Lass mal. Lass mal auf, hier. Mensch. Lass mal raus hier, ja? Hör doch auf, Mensch. Mein Name ist Tick. Nix gemacht, einfach zugeguckt. Halt dein Lapp, ich hab schwere Arme, Papa, einmal, Alter. Halt so, Alter. Wir brauchen Hilfe. Na, das Vertrauen hier. Was ist mit dem Herrn passiert? Nix, der hat meinen Schwanz gesehen, er ist umgefallen. Senor, in so einer Situation so einen Witz zu reißen. Das meine ich, das meine ich. Ach so, okay, na sag ich das. Hola, Senor. Sag jetzt mal wieder.
Der soll Ihnen das mal auf seiner Sprache erklären. Okay. Ist Fangen der Mediziner Sie des Vertrauens. Fangen Sie ihn gleich mal. Er soll auf seiner Sprache sprechen, ja? Ach, Salut. Hallo. Wie geht's Ihnen, Senor? Sehr gut, Mann. Was ist passiert? Was war vorgefallen? Dürfte ich das erfahren? Ich habe seinen krumm hässlichen Penis gesehen, aber ungefähr. Ah, du Scheiße, verdammt, das ist mir zu viel. Dann wünsche ich euch einen tollen Abend, ja? Aber warte, du wolltest noch was fragen. Schaut euch nicht gegenseitig eure Aber Dinge du wolltest noch was fragen, Chefarzt. No, no, no. Ich möchte seine Sprache gar nicht verstehen oder hören. Oh. Das hat er gesagt, Alter. Schönen Abend euch. Ich bin TJ. Debolo, wenn du das nächste Mal knallen willst, dann frag ihn davor. Schwere Arme, Papa Eimer. Hey, da wird auf dich geknallt. Keine GmbH hat auf ihn knallt, GmbH auf ihn hat auf ihn knallt. Oha. Ey, warte mal, warte mal. Kannst du einfach Leute hier wegschicken von der Insel, wenn du den ganzen Tag anschreist? Tommy, wenn er keinen Mehrwert bietet, dann weg. Aber so, das ist so. Die war eigentlich ein Bekannter, Alter. Scheiß drauf, ist halt. Ey, ist halt, Tommy, komm mal, wie es ist. Ja, ich hab jetzt ein Date mit meiner Freundin, okay? Okay, das soll heißt, ich irgendwas vorbereiten? Ich muss dich ablassen. Na, ist so soll ein bisschen ich vorbereiten? Ach, du gehst jetzt poppen, Alter. Ja, Tommy. Okay. Ja, ich geh jetzt zu. Weil wir zulunzen. Was? Ja, zulunzen wegen. Nein, Mann, nicht zulunzen. Aber warte mal, wo triffst du dich jetzt mit der? Ist doch egal, ob mir oder nicht. Alles klar, ich funk durch, Verfolgungsjagd auf der Soße. Fertig. Verpiss dich, Mann. So, dann machst du es, dann soll ich mir einen anderen Streifpartner fertig. Und? Was? Ja. Also morgen Hochzeit. Bruder Breitenberg schreibt mir auf WhatsApp. Digga, das ist crazy. Ich mach Snowfall an, das erste, was ich sehe, ist, wie Sydney und Willi in kleinem Basketball spielen. Ich bin gespannt, wie die Serie ist. Das ist halt crazy! Das ist krass! Ich tank mehr Gänse. Wo ist sie? Ah, da bist du ja. Fahr weg. Fahr einfach. Wer ist das? Wer ist das? Fahr. Tommy, was ist los da? Ey, wow, was hab ich. Ey! Tschüss, Alter, Mann, was geht hier ab? Nein, ich werde dich verfolgen. Warum? Weil Kami eifersüchtig ist. Wer ist eifersüchtig? Kami ist eifersüchtig. Auf mich? Meine Ex, ja. Du meinst Martin? Was? Du meinst Martin? Genau, ja. Sosa. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm gerade. Warum? Warum ist er eifersüchtig? Ja, weil der gehört hat, dass... Oh, ich krieg einen Anruf, warte. Was los, Traube? Was? Wie? Ja, hat das doch schon. Keine Ahnung mehr, frag Kevin. Ja. Was? Nein. Nein. Oh, uns. Verfickte Scheiße, Mann. Das ist geil. Okay, warte. Ich weiß, wie wir das ausspielen, okay? Okay. Wir gehen in der Ecke und wir tun so, als wenn wir poppen, okay? Und dann gehen die was? Weg. Was? Das macht
sich besser. Das macht sich besser. Nein, das macht sich besser. Sorry, das macht sich besser. Doch, vertrau mir. Nein, nein. Hä? Ah, ja! Hör auf! Sosa, hör auf! Guck mal, Sosa, ne? Du bist mein Bruder, ne? Ey, was läuft dir für eine Scheiße, Mann? Guck mal, Sosa, du bist mein Bruder, ne? Das ist meine Frau. Wie, das ist deine Frau? Gar nicht mehr, nein! Wie, gar nicht mehr? Halt die Fresse, du bist meine Frau. Sind wir nicht mehr, wirklich nicht. Auf Papieren ist das meine Frau. Ja, yeah, aber offiziell nicht mehr. Wie, auf Papier? Auf Papier sind wir morgen verheiratet. Bros before hoes. Ja, auf Papier ist sie gerade mit mir verheiratet, die muss ich erstmal scheiden lassen. Hör ja, mir mal zu, Martin, Mann, das ist meine Bitch. Das, ey, Bros before hoes. Ey, nenn sie nicht Bitch. Bros before hoes. Wie, Bros before hoes, Mann, ich bin mit dir zusammen, Mann. Sag sie doch, Alia. Ich bin mit dir zusammen. Fick Alia. Hab ich doch schon. Alia hat die Schnauze. Okay, sorry. Wie, hörst du darauf, was er sagt? Nein, ich hätte nicht meine Schnauze, Mann. Halt die Schnauze. Nein. Jon, pack die mal weg. Nein, lass mich in Ruhe. Nein. Dafür musst du mich fahren. Guck mal. Wo ist da? Was? Das ist meine Frau. Wie, das ist deine? Das ist meine Frau. Ey, Jungs, pack den. Kleiner Motherfucker, Mann. Hey. Schlag den, haut den kaputt. Nein. Ah! Ja, sie auch noch, hart auf hart, sie auch noch. Alia, das ist krass. Oh mein Gott! Alia, warum schießt er von oben? Alia! Warum schießt der? Ja, sie wollte nicht hören, Bro. Sie wollte nicht hören. Ey, Bartu, komm mal runter. Ja, ich komm, Bruder. Ich bin gefesselt. Ah. Pass auf, ey, Sosa steht gleich wieder auf, ne? Knallt den nicht. Ja, Alia wollte nicht hören, Bro. Was soll ich machen? Entfessel mich mal. Das sind Handschellen, nur er kann. Ihr habt Handschellen, Oma. Ey, warte, bis er aufsteht. Bedroht den. Soll er aufstehen. So, so. Und stab ihn mal Alia, Bruder, bitte, die Arme. Wakey. 90-52, Bruder, überdings Motorradverleih. Mann, ihr habt den doch Nocki gegeben, ne? Ich glaube, du musst doch gleich aufstehen, eigentlich. Ja. In einer Minute eigentlich. Ah, hier. Bedroht den direkt. Was läuft denn hier für eine Scheiße, Jungs? Sosa, mach mich frei. Ey! Alkut! Melan, komm her. Komm, ich mach's. Ich hasse die. Trink, habt ihr den knallt? Nein, schlagen. Okay. Kann ich ihn fesseln? Nein, kannst du nicht. Das ist ein Handschuh. Ja, Stück für Stück fesse ich jeden einzelnen. Sekunden. 3, 2. Was läuft hier für eine Scheiße, ihr Wichser? Was soll das? Bleib stehen, Bruder, bleib stehen. Was soll das von dir, Mann? Aber frei machen. Mach dir mal bitte die Fesseln ab, Mann. Warte mal, was läuft hier für eine Scheiße? Mach sofort frei. Okay. Mach dich frei und verpiss dich. Wie frei und verpiss dich, Mann? Du schaffst ja keine Forderungen, weil ich bin immer noch der Einzige, der dir fesseln kann, also entspann dich! Also, hör mir zu, ihr kleinen Arschwichser, was läuft dir für eine Scheiße, Mann? Snitch. Warum legt ihr mir Steine in den Weg, Mann? Ich will doch nur mit meiner Frau. Weil das meine Frau ist, ey, bleib weg! Das ist meine Frau! Wie, das ist deine? Das ist meine Frau! Das ist meine Frau! Das ist meine Frau! Das ist meine Frau! Du lässt sie in Ruhe, du lässt sie los, Sosa, du entfesselst uns erst. Sosa, ich knall dich sonst. Frei machen. Ihr Wichser, Mann! Nein! Sosa, mach uns frei. Mach die bitte frei, Sosa. Ich bitte, mach frei. Sosa, mach frei. Ich mach nie wieder das in diese Dinge mit dir, wenn du da so weitermachst. Also.